Ce texte est sur sur temps. Es ist immer später als man denkt oder TikTok on the motherfucking clock. The start is on Switzerland, German. Ich möchte mit Bedacht meine Aufgaben widmen und langsam wie Schweizer Uhrmacher sein. Du hast gesagt, wenn uns die Zeit fehlte, dann sollten wir sie uns nehmen. Ich nahm mir immer, was mir gefiel, aber Zeit, die fand ich nie. Ich fand mir Zeit zu nehmen. Es gibt keinen Laden für Zeit, wo man sie mir serviert mit Serviette und Klingelton. Es gibt kein Kaufhaus, worin billige, schnelle Zeit in Krabbeltischen eilig vergriffen wird und wo Zeit in hohen Regalen oft ehrfurchtsvoll in Form von kostbaren Sekunden steht. Es gibt keine 5-Minuten-Terrinen. 5 Minuten Soup mit Deckel zum Öffnen, auf das man nochmal 5 Minuten hat und sich alles zurückspustert, bis man wieder so toll ist. Es gibt keinen Kiosk für Zeit, wo man ein paar Stundengläser ersteht für den Nachhauseweg oder den Plausch mit benachbarten Idioten. Es gibt kein Haus, wo man Zeit verleiht. Niemand hält die Zeit bereit. Es hängen nur überall Uhren, die sich hergeben. Uhren, diese tickenden Installationen, Inseln, die die Vergänglichkeit messen, Sichtfelder, die festzuhalten versuchen, was unaufhaltsam verhinnt. Diese tickenden Zeitbomben, diese Hurenuhren, die sich von der Zeit ticken lassen. Nur für den Tick, für den Augenblick. Warum? Und wir rennen hinterher, wie der Sekundenzeiger rennt. Und dann starren wir die Uhr an, als wären wir begriffsstutzig und denken, was zeigt der Dicke nochmal an? Und errechnen anhand eines kreisförmigen Barcodes unser Fiasko. Und dann tollen und rasen wir umeinander. Wie ausgeliefert und nicht bestellt im irren Haus der Zeit dieser Welt, wo alles im Takt ist, trotz stanzt und stampft und marschiert der Takt. Er ist ein Free Jazz, ist ein Chaos voller Synkopen und Unfälle, voller Koinzidenzen und Analogien, instrumentierte Inszenierung, teildigitalisiert. Und wir achten darauf, dass wir nichts verlieren. Wir arbeiten und scheißen effizient. Nutzen den Tag in Portionen wie ein uns zugeteiltes Medikament oder meandern und wurschteln uns durch. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, es ist immer später, als man denkt. Und wenn man abends zu Hause ist, wo nach arbeitsamen Wochentagen die Feierabende nur so verpuffen, dahinter fragt man die Einteilung seiner Pensums, ja. Nach denen man lebt wie ein Kalender oder die vielen mikroskopisch kleinen Rädchen der Armatur. Und das Pendel schwingt beschwipst. Was ist Zeit für eigentlich für ein Schlawiner? Ja? Diese chronisch-chronologische Ebene, diese pseudolineare, illoyale Sau! Ja? Diese schleifenwerfende, schlierenziehende, zähe Masse, die je schneller sich verflüchtigt, desto mehr man sie braucht und als schwerer Piesacken der Teufel im schwitzenden Nacken hängt. Je weniger man sie hat, je weniger sie wird, in deren Blasen die Menschen festhängen. Als ob die Zeit, je nachdem wie viel Zeit sie haben, in einzelnen Realitäten, als ob das Universum kaputt gesplittert ist. Und man kriegt das selten mit. Ständiger Uhrenvergleich, ob man noch richtig tickt. Und wenn die Zeit abgelaufen, um ist, schnellt man es gerade noch so mit. Meist aber gar nicht und zack, ist alles schon vorbei. Zeit ist Leben, Leben im Jetzt und Hier. Und das vergessen wir, weil wir immer anders drum herum denken. Zeit ist Geld, rechnen wir uns vor. Ach, deshalb ist mein Portemonnaie immer so leer. Obwohl man ja meist entweder Zeit, aber kein Geld oder Geld und keine Zeit hat. Diese Gleichung geht nicht auf. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, darüber nachzudenken. Einstein ist schon tot. Aber sie sagen, er war seiner Zeit voraus. Auch Genies müssen schlafen und Einstein hat sau viel geschlafen. Wie hat er das gemacht, mag man sagen. Und für ihn war die Zeit
Einfach relativ. Aber nicht für uns Zeit. Du unfassbarer Kobold, deren Zähne alles zernagen, von wegen du Halswunden, du ambivalente metaphysische Beschränktheit, nimmst dir zu viel Rauszeit, sag, was wollen wir machen, wir können ja noch keine Zeitmaschine bauen. Und so strudeln wir im Feedback deiner Verlorenheit und greifen nach jedem Halt, der sich doch auflöst. Uns wird im steten Strom deiner subjektiven Konstante unser eigenes Alter ins Gesicht geworfen und auf die Haut projiziert und darunter zementiert. Und wie wenn man stirbt, vor allem weil man stirbt, also wie wenn man stirbt, weil man stirbt, zieht das Leben als Zeitraffer an uns vorbei, wie ein Kinofilm, vor dessen Leinwand wir Besucher sind und ab und an Satzfetzen und Empfehlungen in die Handlung reinrufen dürfen. Fahr doch nach Paris und zwar früher! Schwätz nicht so auf den Französisch groß! Und da ist ein schönes Mädchen, ein JP. Sprich sie an, schnell, geh zu rüber, flirte mit ihr, bitte, sprich sie an, du wirst sie nie wiedersehen! Depp. Geldjot. Doch vergebens. Und die größten begangenen Fehler bleiben an uns haften wie klebriges Popcorn. Wenn wir uns aus dem Schleudersitz unserer Geschichte erheben und unsere Memoiren in der Stratosphäre zerstreuen. Und das Einzige, was uns bleibt, ist ein Freund oder eine Freundin, der oder die sagt, hey, ich habe noch etwas Zeit für dich.